Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Gradius, heute am 5. Mai im Jahr 2023 um 17.35 Uhr. Damals in den 80ern und 90ern buhlten die Arcade-Automaten, die Schmaps. Sie verkauften sich wie geschnitten Brot, beziehungsweise sie brachten die guten Münzileinis ein. Eine sehr, sehr schwierige, unfaire Kategorie, die seinerzeit ihresgleichen gesucht hat und unter anderem hier auch sehr, sehr viel von Konami gemacht wurde. Warum das angezeigt wird, nun, keine Ahnung, macht mir ein bisschen Angst, aber wir drücken einfach mal einen Knopf und befinden uns jetzt hier in Gradius 1. Verpackt ist das Ganze in einer Deluxe Edition. Damals, Gradius 1, 2, 3 und viele, viele andere auch. Ich dachte mir, hey, wir müssen ja irgendwo anfangen, ne? Gibt's da irgendwas auf der PlayStation 1? Okay, Deluxe Pack, alles klar, gut, lade ich mir runter. Also dieses Pack beinhaltet die ersten, wir gehen mal ins Optionsmenü, damit wir nicht weiter gespoilert werden, die ersten beiden Teile von Gradius, scheinbar, die damals über die Arcade-Automaten liefen. Also für alle, die ein bisschen jünger sind, sei vielleicht nochmal erklärt, was ist das? Also es gab damals, vor allem in Japan, Spielehallen, wo man sich ransetzen konnte. Da musste man dann so eine Münze einwerfen und konnte dann so ein bisschen daddeln. Und die Spiele waren absichtlich sehr, sehr unfair, damit man dann halt immer mehr Münzen einwerfen musste. Und das eine oder andere Spiel hat es dann später auf die Konsole geschafft, wie jenes hier. Ja, 9 Jahre später kam das für PlayStation 1 und Windows raus, die ersten beiden Teile. Man könnte das als so eine Art, ich sag mal ganz vorsichtig, Remaster betrachten, ja. Und jenem ersten Teil werden wir uns jetzt widmen. Wir können hier in den Optionen, das ist übrigens ganz, ganz komisch, ne? Die japanische Version, also dieses Bundle ist nicht außerhalb von Japan rausgekommen, aber irgendwie ist hier trotzdem alles auf Englisch, also verstehe ich nicht, aber okay. Wir können hier unter anderem die Leben einstellen. Ich stelle das mal auf 7, dann können wir natürlich die Steuerung und so weiter einstellen und hier den Ausschnitt wechseln. Da würde ich jetzt einfach mal hier auf, was hatte ich mir vorhin ausgesucht? Arcade Full Size schätzungsweise, ja. Memory Card gibt's auch, interessant. Und wir können natürlich den Schwierigkeitsgrad anwählen. Ich habe damals sowas immer, was auch immer PS Easy heißt. PS Difficult, ja. Ich habe damals das immer auf Easy gespielt. Das ist sehr, sehr schwer, aber jetzt bei der Testaufnahme habe ich es ein bisschen auf Normal gespielt und fand das ganz okayisch. Von daher belassen wir das mal so. Und gehen dann tatsächlich mal direkt rein. Ja, also hier handelt es sich um ein sogenanntes Schmapp. Ne? Komische Abkürzung, steht für Shoot 'em Up. Das sind horizontal bzw. vertikal Shooter. Man ballert hier so ein bisschen rum, versucht, im besten Fall kriegt man alle. Und dann kriegt man hier so schöne Power-Ups. Ihr seht unten die Dinger, die ich freischalten kann. Je nachdem, wie viel ich halt einsammle, kann ich dann halt unterschiedliche Sachen aktivieren. Das ist mir auch selber überlassen. Ich habe damals als Kind Parodius gespielt. Das ist so ein Spin-Off, eine Parodie quasi. Den hat ja, sagt ja schon der Name. Haben wir auch tatsächlich damals auf dem, was ist das jetzt für ein Geräusch? Das klingt nicht gut. Das sind wahrscheinlich die Roboter, ne? Damals auf dem Kanal gespielt. Ende 2012, glaube ich. Später haben wir dann nochmal Sonic Wings gespielt. Und ansonsten tatsächlich nicht viel, weil, ja, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dem Genre. Fühle mich halt schlecht, wenn ich sowas auf leicht spiele. Ich glaube, Sonic Wings haben wir auf Ultra Hard gespielt. Das, ja, war dann auch dementsprechend. Und, da gibt es sehr, sehr viel und ich dachte mir halt, wie gesagt, wir müssten mal irgendwo anfangen. Ja, ich glaube, dass, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Geräusch, ich habe das vorhin nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Ist ein bisschen penetrant tatsächlich. Bei Parodius ist es auch unter anderem so gewesen, dass man einstellen konnte, dass, ja shit, ich wollte das andere an, egal, das ist auch gut, dass die Power-Ups für dich selber bestimmt werden. Da muss man sich dann nicht darauf konzentrieren, aber dann entscheidet halt das Spiel, was du für Power-Ups kriegst und so weiter. Und grundsätzlich gab es da auch ein, wobei, so geht das auch, Auto-Ballern. Also ich kann jetzt hier mit X kann ich schießen, aber wenn ich Dreieck drücke, dann schießt er ein bisschen schneller und die Raketen werden auch automatisch getriggert. Dieses Level habe ich vorhin schon bei der Testaufnahme geschafft. Hier haben wir so ein
toten Winkel, da kann ich dann beruhigt stehen bleiben. Ich könnte jetzt, wie man unten links sieht, ne, könnte ich jetzt, wenn ich das Viereck drücke, mein Power-Up auf das, könnte ich meine Geschwindigkeit nochmal upgraden, aber es ist gar nicht so gut, so viel Geschwindigkeit zu haben. Man kann es auch übertreiben, von daher. Und ich hatte leider Gottes beim letzten Mal hier fucking Laser. Das war ein bisschen cooler, ein bisschen effektiver, muss ich sagen. Man kann nur, ich meine, dieser diagonale Schuss ist ja auch ganz nett, wenn Gegner oben sind, genauso wie die Raketen, aber der Laser, der ballert halt ein bisschen mehr rein, ne? Von daher, aber ich bin schon sichtlich überrascht, dass wir noch nicht gestorben sind. Ich dachte, jetzt gibt es hier einen schönen Vorführeffekt oder so. Ja, das war das erste Level. Wir haben es geschafft und da habe ich es gesagt, ne, Konami war damals tatsächlich noch sehr, sehr geil. Hat diese Spiele gemacht, hatte ein sehr, sehr hohes Ansehen in der Gamer-Community. Aber ihr wisst ja schätzungsweise, was so aus denen geworden ist. Von daher eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. So, jetzt hier. Geil. Krieg ich den guten Laser. Und ja, durch den Abschen habe ich natürlich den doppelten Laser, ne? Man kann dann, darauf werde ich jetzt auch dann ansteuern, mir dann gleich noch mehr Abschens holen. Und der Kniff dieses Spiels ist es halt, dass du natürlich, solange du nicht stirbst, bist du ultra mächtig, aber wenn du drauf gehst, ne, dann wow, da war ich gierig tatsächlich, dann ist halt Game Over. So, das hier, das habe ich auch noch minimal gesehen. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich wieder blind. So, die blauen sind natürlich ganz, ganz gut. Die bringen alle Gegner auf dem Bildschirm um. So, die können glücklicherweise nicht durch diese pinken Dinger schießen. Ja, dann schauen wir mal. Also, das sind jetzt auch tatsächlich nicht die längsten Spiele. Aber wie gesagt, es gibt, wow, sehr, sehr, das ist doof tatsächlich. Ja, wow, sehr, sehr viele davon. Wirklich, ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. So, ja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Die ploppen aus dem Nichts auf. Ich würde sagen, da bleiben wir schön in Bewegung. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. What the fuck, Alter. Okay, jetzt hör mal auf hier. Oh, schon wieder? Okay. Das ist aber nicht so. Oh, kreativ. Der schießt aber schneller. Okay. Okay. So, jetzt, wie gesagt, durch den. Ja, ich will treffen, aber ich sollte immer abwarten, bis er schießt. Ja, seht ihr? Wow. Also, die ganze Zeit habe ich irgendwie nicht getroffen, aber wenn ich da mal treffe, dann ballert das ordentlich rein. Ja, und da ist er kaputt, würde ich sagen. Ich resette mal kurz die Aufnahme, damit es nicht asynchron wird. So, die sind gut, ne? Genau. Dann kriege ich hier gleich einen Abschen. Ja, man erkennt den normalen Schwierigkeitsgrad daran, dass die Dinger kleine Kügelchen schießen. Da, seht ihr dieses da? Das ist auf einfach ist es tatsächlich nicht so. Und wie gesagt, ich habe das als Kind immer auf einfach gespielt. Hat mir schon gereicht. Und das ist eines von diesen Spielen, die hat man dann damals einfach mal so übers Wochenende, so ein, zwei Stunden reingedaddelt. Ja, genauso wie Turtles in Time. Ja, und dann war das okay jetzt. Ja, okay, ich finde, ich habe mich sehr gut geschlagen. So, jetzt haben wir das Problem, dass ich, aber ich krieg ein Mitleids-Speed-Up hier, ja. Und dann ist das jetzt natürlich wieder ein bisschen unangenehmer und deswegen die vielen Leben. Das finde ich ist ein guter Kompromiss, ne? Wir spielen auf normal. Ja, gut, ich hätte mir nochmal ein Speed geben können. Und von daher, ich meine aber auch, dass wir unendlich Continuous haben. Also diese neuen Leben, die ich mir dann da gegeben habe, die zählen. So, ich gebe mir mal zwei. Ah, fast wieder zu schnell, würde ich sagen. Ja, da kann man dann irgendwo gegenknallen. Die neuen Leben, die zählen dann, ja, für dieses Level. Das heißt, wenn ich Game Over gehe, muss ich dann das Level nochmal spielen, aber jetzt nicht das komplette Spiel. Meine ich zumindest. So war das, wie gesagt, bei Parodius. Eher, ferner von dem. Irgendwas wollte ich tatsächlich noch sagen. Naja, ich hab's leider vergessen. Okay, gut. Dann gehen wir mal zu dieser Thematik über. Ja, neues Let's Play und so weiter. Das wird zwar nicht so lang gehen, aber dennoch sollte ich die Zeit nutzen, weil wir ja jetzt hier unter anderem auch die Problematik hatten, dass ich, ja, jetzt bin ich ein paar Mal gestorben. Und es könnte ja sein, dass ihr muttergefickte, querschnittsgelähmte Auschwitz-Schablonen seid und deswegen das Video vorspult. Dementsprechend möchte ich euch sagen, dass ich euch natürlich selbstverständlich nicht davon abhalten kann, aber ihr solltet wissen, dass ich dann keinen Respekt vor euch habe und ihr einfach Abschaum für mich seid, ne? Und ich weiß ja nicht, ob ihr dann so das Interesse habt, jemandem zuzuschauen, von dem ihr wisst, dass er euch nicht leiden kann. Das ist aber, wie gesagt, dann einfach eure Schuld. Ich meine, ich
ihr entscheidet ja, ob ihr schlechte Menschen sein wollt, nicht wahr? Ihr seid auch tatsächlich... Ja, aber das ist dumm, wenn ich vorne bin, wenn dann Gegner von vorne kommen. Ihr seid tatsächlich auch schlechte, kernbehinderte Menschen, wenn ihr denkt, dass wir einen menschengemachten Klimawandel, einen schwarzen Rassismus und eine Pandemie hatten oder dass Gendering okay sei. Das sind alles Sachen, die von der Regierung implementiert wurden, um zu spalten. Das gibt's alles quasi nicht, das wurde euch eingeredet, ja. Ich verstehe das, ihr wollt gut sein, aber ihr seid halt nicht gut. Ihr redet euch ein, ihr würdet, wenn ihr der Regierung folgt, würdet ihr dann Gutmenschen sein und ihr würdet euch von der Masse abheben. In Wirklichkeit seid ihr aber einfach kernbehindert. Lol, da hat er sich aufgelistet. Es ist immer derselbe! Erstaunlich, ne? Das krieg ich langsam Krampf. Ich hab vergessen, ich muss Dreieck einfach gedrückt halten. Da muss ich nicht selber den Daumen beanspruchen. Scheint doch nicht an dem Laser gelegen zu haben, ne? Oder sind die einfacher jetzt? Guck mal, ich ziehe doch eigentlich recht viel ab und ich meine, er schießt auch ein bisschen weniger. Des Weiteren nennt sich dieses Format Let's Play, weil ich tatsächlich am Stück rede. Walkthrough, Playthrough, Gameplays und Longplays sind Formate, wo nicht geredet wird. Leider haben wir das Problem, dass muttergefickte Auschwitz-Schablonen wie Gronkh und Kishor, die größten Let's Player Deutschlands, nicht mehr Let's Play in ihre Titelbeschreibung schreiben und deswegen haben die Leute über die Jahre vergessen, was ein Let's Play tatsächlich ist und ich krieg ein, zwei Mal im Jahr so Kommentare, wo sich Leute darüber beschweren, dass ich in einem Let's Play rede, ja? Das ist so, als wenn du in ein Fußballstadion gehen würdest und dich darüber beschweren würdest, dass die Leute da Fußball spielen, statt Baseball oder so, ja. So, ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Muss ich tatsächlich am Anfang eines neuen Let's Plays raushauen, weil das, ne, die erste Folge, da ist ja dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, ihr mir da zuhört und so weiter, ne. Im Endeffekt, was ich halt möchte ist, ach so, und ich bin politischer Aufklärer, ne, also, wenn ihr euch so dachtet, was, der glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel und so weiter, ja. Die Pandemie, die Thematik war für mich auch innerhalb von ein, zwei Stunden erledigt, weil ich einfach tatsächlich in der Lage war, zu recherchieren, ja. Könnt ihr machen tatsächlich, wir leben im Zeitalter des Internets, der Aufklärung. Man muss einfach mal nur so 10 Minuten am Tag im besten Fall seinen Arsch hochkriegen und dann würde eigentlich alles gut werden, aber ja, ihr seid halt faule Bastarde oder steckt zu tief in eurem Sklavenleben fest, von daher geht es leider nicht. Und jedenfalls, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, im Endeffekt will ich einfach nur, dass ihr menschlich seid. Ich möchte menschlich behandelt werden, ich möchte, dass meine Videos menschlich behandelt werden, weil ich der beste Let's Player Deutschlands bin. Kommentiere am besten, gib mir am meisten Mühe, hab auch schon knapp fast 6000 Videos. Also je nachdem, wann ihr das Video schaut, habe ich vielleicht schon 6000 Videos. Von daher, ich habe da definitiv mehr verdient und wenn ihr euch nicht benehmt, dann ja, werdet ihr von mir fertig gemacht, ganz einfach. Im besten Fall dann natürlich einfach nur geblockt, denn ich kann ja nicht in jeden Hurensohn irgendwie 10 Stunden investieren am Tag, ne? Da werde ich ja gar nicht mehr fertig, komme ich ja zu gar nichts mehr, von daher. So viel dazu, nächstes Level, ja, die seht ihr, wie gesagt, das hier ist der normale Schwierigkeitsgrad. Auf einfach schießen sie nicht, Mann. Aber ich bleib dabei, ich bin immer noch sichtlich buff. Ich habe mir das alles definitiv schlimmer vorgestellt und das war der Grund, wieso ich über die Jahre das nicht gespielt habe. Ich hab Power-Up, wieso hab ich denn, ich muss zwei bekommen haben. Weil ich die fucking Raketen habe. Oh ja, ja. Das, aber er lädt schnell, ne? Es war am Anfang, hat er ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob wir das hier gesehen haben, weil ich hier direkt durchgerast bin, aber... Ich bin tatsächlich in der Testaufnahme öfter verreckt und da habe ich dann gesehen, dass es natürlich so ein bisschen mit den Leveln, von den Leveln abhängt, wie schnell er... Ja, hier brauche ich definitiv sehr, 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 sehr viel Speed. Ja, wie macht man das? Wie macht man das, fragt ihr euch. Es ist übrigens, genau, das Genre heißt ja hier Schmapp. Da bin ich Game Over, meine lieben Freunde. Aber es ist okay, weil wir ja sowieso am Anfang eines Levels waren. So, was ist das jetzt hier? Das sieht nicht gut aus. Gentleman, Lady. Ah, Moment. Wo sind die anderen 35.000 Geschlechter? Das Spiel ist nicht gut gealtert. Ich bin natürlich weiblich. Okay, was zum Fick passiert jetzt hier? Horoskop. Sind das unsere? Das könnte Wassermann sein, ne? Wo ist denn hier die... Ist das die Waage? Ich weiß nicht, ob das richtig angeordnet ist. Was ist das für eine Scheiße? Wieso wollt ihr das von mir wissen? Wollt ihr mir auflauern? Ich bin EA, ey. Bin ich jetzt... Ist das Spiel vorbei? Scheiße, das Spiel ist... Moment! Oh, ich war mir doch so sicher. Scheiße, ich war mir so sicher, dass es einfach weiter... Oh, okay, das ist übel. Oh, fuck. Das ist richtig übel, Leute. Ah.
Gut. Also, ich will jetzt nicht damit sagen, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich besser gespielt, weil das habe ich ja. Ist dann natürlich auch so, hey, wenn du die Level nicht kennst und so weiter, ne? Hm. Auf mein Gelaber würde ich das jetzt auch nicht schieben. Alles klar, ja, gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Müssen wir das Ganze natürlich nochmal machen. Ja. Fahr mir mal schön rein, du Babbo. Nun gut. Achso, ja, was ich gerade noch sagen wollte. Also es gibt auch tatsächlich noch das, die sogenannten Bullet Hells. Auch eher in Japan vertreten. Viele Spiele schaffen es gar nicht zu uns. Das ist dann tatsächlich... Ja, das wollte ich wieder nicht haben. Da habe ich mich gerade wieder unten verguckt. Das ist tatsächlich nochmal eine Nummer schwieriger. Also da muss man dann wirklich... Da geht es um Millimeter. Aber für gewöhnlich... Ja, sagt man sich auch gerne, dass die Hitboxen sind sehr, sehr kulant. Also es ist jetzt nicht mein... Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ist, aber bei vielen Shoot'em-ups und so weiter ist es dann so, dass nur ein kleiner Teil meines Schiffes wirklich die Hitbox ist. Also nicht das komplette Ding. Das könnte das Hinterteil oder das Vorderteil sein, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, gut, machen wir das einfach nochmal. Das Moment. Nee, doch, das ist jetzt das erste Level, ne? Das sieht ja natürlich... optisch und so weiter. Man hat ja am Anfang schon, meine ich, so ein bisschen wurde man gespoilert, ne, Level-technisch. Das soll auch was, ihr habt es ja vielleicht gelesen, ich habe euch das ja eingeblendet. Das soll was gewesen sein. Ich muss die unten mehr penetrieren, damit so weniger Schüsse kommen. Das soll was gewesen sein, was es auch, ja, damals beim Arcade einfach nicht gab. Also da hat man dann für die PlayStation beziehungsweise für die Windows-Benutzer dann nochmal so eine extra... Render-Sequenz scheinbar gemacht. Ja, jetzt habe ich leider die fucking Laser nicht. Das Ding ist, ja, ganz ehrlich, Leute, wir werden zeittechnisch, ist das gerade sowieso dumm. Ich werde jetzt das Spiel nochmal resetten und dann mache ich nämlich am Anfang Save-State, ja, weil ich habe jetzt hier schon wieder so viel Leben verschwendet, dass das lohnt sich dann einfach nicht, ne, weil wir haben es ja auch mal besser geschafft, von daher. Ja, genau. Also, das war's mit der ersten Folge. Das hat mich jetzt leider... ja, hat mich sichtlich überrascht. Wie gesagt, ich bin anderes gewöhnt. Ich bin es gewöhnt, Continuous zu haben. Ich bin es gewöhnt, auf leicht zu spielen. Aber das war, wie gesagt, Parodius. Da ist man das vielleicht... War auch auf dem Nintendo. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Konsole zu tun hat. Aber ja, da hat man mich noch ein wenig mehr in... Warte gepackt. Aber okay, kein Problem. Man ist älter geworden. Man ist, ja, man sagt eigentlich eher, dass das reflextechnisch dann eher schlechter wird. Aber ich habe, wie gesagt, ein ganz, ganz gutes Gefühl und hoffe, dass ihr mich weiterhin auf dieser fantastischen Seite, nicht Seite, sondern Reise begleitet. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, weil ihr mich vielleicht jetzt durch dieses Video gefunden habt, schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Seid nicht kernbehindert und dann kommen wir miteinander aus. Ansonsten verpisst euch bitte jetzt von diesem Kanal. Ja. Und falls ihr Connections zu Gronkh und Co. habt, sagt den Leuten nochmal, dass man so seine Titelbeschreibung tatsächlich mal nach über 10, 12, 13 Jahren YouTube beherrschen sollte, nicht wahr? Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.